Ich habe mir gedacht, dass es mal wieder Zeit ist, drei random Nintendo Switch-Spiele zu spielen. Und wer könnte mir die Spiele besser aussuchen als mein Twitch-Chat? Und so habe ich vergangene Woche im Twitch-Chat danach gefragt, welche Spiele ich spielen soll. Wir haben ein paar Minispiele gemacht, die Gewinner ermittelt. Und habe ich drei Spiele zugelost bekommen. Wenn ihr mir noch nicht auf Twitch folgt, ich streame relativ regelmäßig 3 bis 4 Mal die Woche bei Twitch. Link ist unten in der Videobeschreibung. Ich würde sagen, wir schauen uns jetzt aber mal die Auslosung an und dann starten wir auch direkt in die Spiele. Mal werden wir hier unten fighten, ja, hier werden Battle machen, 2 Mal. Und die beiden, die gewinnen, sagen mir jeweils eine Zahl. Aber gewinnt 2 Mal gleich hintereinander, dann müssen wir es nochmal battlen. Ja, ist ja logisch, geht ja nicht anders. Das zweite Mal machen wir Marbles on Stream. Weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich nicht, ist auch egal. Erkläre ich euch dann, wenn es soweit ist. Da seid ihr so eine Murmel und so. Könnt ihr eigentlich auch nichts Großes machen, nur hoffen, dass ihr gewinnt. Oder eben halt nicht. Und das dritte weiß ich noch nicht. Das dritte Spiel müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Und dann würde ich sagen, let's go. Battle startet. Round 1, fight! Und? Ach Gott, ihr macht es aber auch spannend. Fena hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Fena. Ja, Fena hat gewonnen. Fena, du darfst mir eine Zahl sagen von 1 bis 28. 22, okay. Fena nimmt die 22. Los zur zweiten Runde. Round 1, fight! Tiara hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch, Tiara. Tiara, du darfst mir eine Zahl sagen von 1 bis 24 brauche ich dann. Du nimmst die 13, weil heute Freitag der 13. ist, oder was? Ja, jetzt geht's los. Anna vorne, hier Petra. Da oben kommt der Rest. Ayla. Ayla hängt fest. Oh nein, Ayla, guck mal. Da hängst du. Ah, jetzt geht's. Die fliegt und fliegt und fliegt und... Herrschaftszeiten. Da kommen sie alle. Mountain Mama fliegt auch noch. Alter Falter, guckt euch das mal an. Ah, da ist Ayla. Da ist, die Ayla ist auf 1 momentan. Das ist die Nummer 1. Heißt noch nichts. Da hinten ist irgendwo das Ziel. Weiß ich nicht. Guck mal, ihr hängt immer noch da oben. Was ist denn los mit euch? Und. Durch ist sie. Ayla hat gewonnen. Ayla, du darfst mir eine Zahl geben von 1 bis 28. Ayla gibt mir die Nummer 6. Dann machen wir das Ganze noch einmal. 3, 2, 1 und los geht's. Da fallen die Kugeln. Lori ist gut aus den Startlöchern gekommen. Oh, Lori springt nach vorne. Oh, Endermaster. Guck mal, tschüss, Jung. Mach es gut. Guten Flug. Bena und Emily, weiß nicht, was sie sind. Die trödeln. Wir machen einen Spaziergang. Oh, Lori rast aber hier durch. Oh, jetzt kommen sie aber alle hier. Pass auf. Wer kommt durch? Tiara schon wieder. Puh. Und. Oh, Ada nimmt links. Lori, machen sie mal gehen rechts rum. Ja? Fehler trödelt. Guck mal, Fehler macht da hinten. Oh, guck mal hier. Das wird ein spannendes Rennen. Und, oh Gott, das wird knapp. Lori hat gewonnen. Da sind schon alle im Ziel. Ja? Als Streamende kommt Fena. So, Lori, eine Zahl zwischen von 1 bis 24. Die 17. Oh, da habe ich schon wieder ein schlechtes Gefühl. Ich denke mir am besten eine Zahl aus. Da müssen wir nicht so kompliziert machen, ne? Doch, davon eine Zahl zwischen 1 und 50. Ich glaube, das ist fair. Jeder darf einmal raten, wer am nächsten dran ist oder es halt direkt hat, hat gewonnen. Ja, beim ersten Mal. Okay. Ich muss aber erst natürlich mir eine Zahl ausdenken. Ich schreibe die auch jetzt hier auf den Zettel. Ja, hier. Schreibe ich die drauf. Ey, Leute, noch nicht. Ich hab doch noch nicht mal was gesagt. Ey, Leute. Moment. Ich muss. Wartet doch mal kurz. Ich will das fair machen. So, hier ist die Zahl. Häng ich hier ans Ohr. Jetzt könnt ihr eine Zahl von 1 bis 50 nehmen. Es ist die 38. Und damit ist das die Mirja. In letzter Sekunde die Mirja mit der 39. Ja? Mirja, du darfst mir eine Zahl geben von 1 bis 28. Die Mirja überlegt. Sie geht jetzt in sich. Hört in sich rein. Ja? Und jetzt kommt eine richtig knaller Zahl. Sie steht auf dem Balkon. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. 27. Sehr schön. So, ich habe wieder eine Zahl aufgeschrieben. Ich spamme gleich wieder die Emotes. Nach den Emotes dürft ihr schreiben. Bitte, wieder eine Zahl zwischen 1 und 50. So, ich habe keinen Schimmer, was für eine Zahl ich habe, wirklich gesagt. Ich habe es vergessen. Ich kann nicht sagen, wer gut dran ist. Okay, ich weiß es. Fokus ist da. Die 49 ist es. Warum fokussiert er denn nicht? Die Petra hat eine gewonnen. Da, 49. Blöde Kamera. So, Petra, 49, Glückwunsch. Ich doch, oder? Habe ich mich vertan? Nee.
Nee, alles klar. Peter, du darfst mir eine Zahl zwischen 1 und 24 nennen. Eine 1 bis 24. Petra jubelt auch noch. Sie packt gerade die Blutgrätsche aus. 24. Folgendes Ding, jetzt wollte ich schon Dingsbums sagen, mache ich nicht. Nintendo Switch im Angebot. Wir haben 28 Seiten und 24 Spiele auf der Seite. Ja? Die erste Seite, die erste Zahl kam von der Fena. Beziehungsweise Fena hatte gewonnen, das war die 22. Ich gehe jetzt auf die 3, dann gehe ich hier oben auf 22 ein. So, jetzt sind wir auf Seite 22. Ja, seht ihr hier? 22. Kein Betrug. Ja? Ich will nachher nichts hören. Und dann haben wir das Spiel Nummer 13. 11, 12, 13. Townsman A Kingdom Rebuild. Ja, ist die Nummer 1. Ausgesucht von Fena und Tiara. Das nächste hat er ausgesucht, die liebe Ayla und die Lori. Die Ayla, die Nummer 6 ausgesucht. Ja, wir sind Seite 6. Und die Lori hatte Spiel Nummer 17. 15, 16, 17. Project Warlock. Das nächste Spiel und somit das letzte Spiel für das nächste Video kam von der Mirja und der Petra. Die Mirja hatte die Seite 27, da gehe ich jetzt hin auf 28 und gehe eine Seite zurück. Ne? Und die Petra hatte 24, das ist das letzte Spiel auf der Seite, weil es immer 24 Spiele auf dieser Seite gibt. Und das ist Monopoly und das geht nicht. Das geht leider nicht, das habe ich schon. Petra, würdest du mir bitte eine neue Zahl sagen? Kann mal passieren, die 12. Okay, 10, 11, 12. Tiny Troopers Joints Ops XL. Ausgesucht von Mirja und Petra. Das sind die nächsten drei Videos, die nächsten drei Spiele für das nächste Video. Ich bin ja echt mal gespannt, was das wieder für ein Rotz ist. Handy Games. Naja, ist die Switch nicht weit entfernt von. Und somit starten wir auch rein zum ersten Spiel, denn das heißt Townsman Kingdom Rebuild. Boah, guck mal, hier hat sogar DLCs, ja, also das muss definitiv ein Kracher sein. Okay, wir können hier Kampagnen auswählen. Ich würde sagen, ein neuer Anfang. Ja, wer will nicht einen neuen Anfang? Wir starten damit noch rein. Oh, ein Aufbaustrategiespiel. Okay. Ich hab schon gedacht, kommt kein Tutorial. Moment, ich hab Telefon. Ja? So, jetzt weiß ich gar nicht. Ja, willkommen. Ich hoffe, ihr hattet eine angenehme Reise. Mein Name ist Frau Traude. Gottlieb. Ich bin eine Haushälterin hier im Schloss. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Eure Lordschaft. Ich bin ein Lord. Ja, sollten sich mal einige merken, wenn ihr mich im Twitch-Chat immer beleidigt. Das ist unser Schloss. Das ist das Wichtigste. Natürlich. Und da fliegt unser, habt ihr gesehen, unser Weihnachtsessen. Das ist der Rundgang. Wir haben eine Fischerhütte, ein Schloss und einen Brunnen. Fassen wir mal kurz zusammen. Okay, gut. Was muss ich denn jetzt hier machen? Alter, ist das anstrengend. Die Forsthütte steht leer. Nun, beruhig dich erstmal, Jückchen. Am Schloss haben wir einige Arbeiter, die im Moment nicht benötigt werden. Ich habe gesehen, wie sie nun nur herumlungern. Okay. Wähle das Gebäude aus. Ach, ich soll das hier auswählen. Okay, so. Habe ich. Ah. Ach so, ich drücke B. Ah. Hier, der hier. Ja, weg mal auf, die Kanone. Was meckert er mich denn an? Dass er arbeiten muss? Ey, keine Ahnung. Was ist das denn für Müll? Wohnhaus. Wir bauen jetzt mal ein Wohnhaus. Bauen. Direkt neben dem Schloss. Da ziehe ich ein. So, zack. Wir weisen jetzt hier. Ja, perfekt. Der ist da. Guck mal hier. Er schippt und schippt und schippt. Ich möchte das Spiel wieder langsamer machen. Wie kriege ich das denn hin? Oh, guck mal, fertig. Läuft doch. Läuft. Oh, wir haben eine Aufgabenbelohnung. Guck mal hier. Einlösen. Ja, perfekt. Geld. Wir brauchen eine Forsthütte. Ja, da ist sie ja. Okay, das mache ich. Hier. Ja, hier. Da müssen wir doch einen einstellen. So, zack. Weise im Gebäude einen Arbeiter zu. Mache ich. Drauf. Eine Sägemühle sollte errichtet werden. Okay, eine Sägemühle. Machen wir. Wir bauen in Baumenü. Ja, dann gehen wir auf Sägemühle. Verflucht, wo ist denn Sägemühle? Ach da, eine Sägemühle. So, die bauen wir jetzt genau hier hin. Ja, wunderbar. So, zack. Hier nicht schlafen, sondern bauen. Also eine Arbeit, ne? Kann man schon mal einem beim Arbeiten zugucken hier. Aber wo ist er denn, der Kollege? Da kommt er. Aha. Die Baugrube. Früher wurde das alles noch schöne Baugrube. Alles mit dem Spaten. Heute kommt Bagger, alles mögliche Tiefbauunternehmen. Ja, so geht das. Macht ja schon wieder Mittagspause oder was? Wir haben die Stufe 2 freigeschaltet. So, was können wir denn hier machen? Hier können wir jetzt Bretter, okay.
Leute, nichts einfacher als das, will ich sagen, ja. Somit haben wir die erste Kampagne abgeschlossen und ich würde sagen, das reicht auch für meine Strategiefähigkeiten mal unter Beweis gestellt zu haben. Das war aber gar kein Satz, ist egal. Ich würde sagen, wir springen direkt, aber sofort ins nächste Spiel. Mann, ey, das muss mir schrecken, diese Kacke. So, Project Warlock ist das nächste Game. Und das sieht schon mal ein bisschen vielversprechender aus und, glaube ich, ein bisschen mehr Action als dieses Aufbaustrategiespiel, was ja auch nicht so verkehrt ist, will ich an dieser Stelle sagen. Mal noch schneller sprechen kann ich wirklich nicht. Ich würde sagen, wir spielen auch direkt mal ins neue Spiel rein. Achtung, ein neues Spiel wird gestartet. Casual, Standard, Schwer, Hardcore. Ich nehme mal Standard. Die Grafik erinnert mich ja mal so an... Oh, wie haue ich denn drauf? Ja, wie schlage ich denn? Mit R2. Oh. Ah. Mhm. Man hat gar nicht so ein Fadenkreuz. Voll kompliziert. Mana gefunden. Okay, ich habe Mana gefunden. Ich habe noch mehr Mana gefunden. Oh mein Gott. Habe ich... Ja, gut. Was ist denn... Warum? Nein, ich will... ich habe... Oh, es ist leer. Ach, das verschießt Mana. Oha. Oha, jetzt werde ich aber absolut ein Killer. So, Mana. Da. Oh, diese kleinen Scheißdinger. Ich will was Richtiges finden hier. Boah, die Grafik ist ja mal richtig kacke. Ich muss die Sensitivity einstellen hier. Warte mal, kann ich das einstellen? Das ist ja voll anstrengend. Boah, Junge, ey, das ist viel zu hoch. Was ist denn Kopfwippen? Oh, kann man mal lassen. Weiter geht's. Mana, wann kann ich denn diese Waffe hier auffüllen? Die war viel cooler. Wann kriege ich noch richtige Waffen? Was sammle ich eigentlich hier ein? Du hast schwarz einen Schatz gefunden. Oha. Ey, Alter. Was ist das eigentlich hier? Das hat sich gerade bewegt. Schöne 2D-Grafik. Guck mal hier, das bewegt sich je nachdem. Oh Gott. Ja, nicht schlecht. Okay, gut. Keine Ahnung, was es sein soll. Ach, oben links haben wir auch eine Karte. Interagieren. Aha. Ein Stern. Du hast ein Upgrade. Was habe ich gefunden? Verwende gesammelte Punkte, um Upgrades in Werkstätten durchzuführen. Okay, ja cool. Ja, wo ist denn eine Werkstatt? Na, wir finden bestimmt gleich eine. Ja. Oh, Level abgeschlossen, will ich mal sagen. Ja, okizuki. Okay, let's go. Boah, 2 auf einen Schlag. Was bin ich für eine Rakete? Wie komme ich jetzt da rein? Ach, ich muss das echt kaputt machen? Nö. Ey, das ist mich doof. Wo muss ich denn hier hin? Kann ich hier irgendwas... Ach, man muss eine Taste drücken. Hier steht ja auch überall. Die ganze Zeit musst du nichts drücken. Aber dann musst du da vorne eine Taste drücken. Alles klar. Das ist schon ein bisschen... Ich weiß nicht, ob das... Oh. Oh mein Gott. Wie bin ich jetzt da hingekommen? Hä? Ey, ganz ehrlich. Ich hab auch kaum noch... Ja gut, Leute. Das war dann Warlock... Irgendwas. Ich muss sagen, wir springen zum nächsten Spiel. Oh, bitte lass das doch mal was Gutes sein. Ich kann das Video auch einfach nennen, wie verschwende ich Geld innerhalb von ein paar Sekunden. So, dann hoffen wir doch einfach mal, dass dieses Spiel nicht so verkehrt ist. Ja, das ist Tiny Troopers XL Joint Ops oder so. Keine Ahnung. Tutorial müssen wir sogar spielen. Ja, wir können nichts anderes machen. Deswegen starten wir das Tutorial, beziehungsweise wahrscheinlich werde ich das skippen und ihr werdet es nicht sehen. Aber wir schauen uns das einfach mal an. So, ich habe das Tutorial erfolgreich natürlich gemeistert und ich würde sagen, wir machen einfach mal die Soldatenkampagne, ja? Und ich kann schon mal sagen, die Steuerung ist schwierig. Dazu komme ich aber jetzt gleich. So, ich erkläre ganz kurz. Wir sind hier, so ist es Soldat. Oh, wir steuern sogar 2. Mit dem linken Stick steuern wir, wo wir lang gehen. Ist nicht so weit, so schwierig. Aber mit dem rechten Stick schießen wir. So. Das Ding ist nämlich hier für den Touch optimiert, so wie ich das mitbekommen habe. Aber ich spiele das natürlich im Dock-Modus. Also, so ganz genau kann ich euch das... Und dann können wir doch hier hinspringen. So, guck mal so. Und mehr habe ich nicht verstanden. Aber gut, jetzt laufen wir einfach mal in die falsche Richtung. Okay, unser Ziel ist es... Ich kann hier, glaube ich, die Karte öffnen. Nee, kann ich nicht. Wunderbar. Hier kann ich die Karte öffnen. Ich weiß nicht, was unser Ziel ist. Wir gucken einfach mal. Also das Zielen ist schwierig, will ich damit sagen. So, da. Sind das Gegner? Ja, sind Gegner. Guck mal. Ja, das meine ich. Wir stehen davor, 1 Meter und er und. Weil jetzt könnten wir per Touch, könnten wir drauf. Oh, ich kann so festhalten. Draufdrücken einfach. Ist, glaube ich, cooler. Oh, guck mal, wir haben schon hier
sind schon ein bisschen angedutscht. Oh nein, einer ist schon kaputt. Nein, halt, stopp. Ah nein. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Ihr merkt, die Steuerung ist... Wie werfe ich denn jetzt? Ah, so. Ja, okay, ich probiere das Ganze noch einmal. Wir werden es jetzt meistern, passt auf. Jetzt weiß ich ja, hier, da, guck mal, und dann schießen wir einfach drauf. Und wir müssen uns auch bewegen. Aha, so geht das. Ja, ich meine, man muss auch ein bisschen taktisch vorgehen, ja. Da, guck mal, so. Aha, jetzt habe ich es raus. Jetzt bin ich Pro-Gamer in Joint Ops, oder wie das Ding heißt. Und da haben wir sogar einen Verwandtskraft, brauchen wir gar nicht. Hat einfach... Oh Gott. Simpler geht's ja gar nicht mehr. Und das war's? Okay, wir müssen die Gebäude zerstören und natürlich die feindliche Infanterie. Ah, wir haben Granaten. Okay, verstehe. Mit dem Schießen ist echt doof. Aber bewegen kann ich mich. Oh, guck mal. Ich tänzel aber auch hier rum. Da, wusste ich doch. Aha, aha. Links, rechts. Und weg sind sie. Nichts leichter als das. Okay. Oh, hier sind wahrscheinlich... Hier muss ich wahrscheinlich aufpassen. Ja, aber der eine läuft doch dann da drauf. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal. Pass mal auf. Ich habe eine bessere Idee. Wir nehmen jetzt einfach die Granate, schmeißen die dahin. Dann müsste das ja wahrscheinlich auch alles jetzt dahin. So geht das. Na ja, wie wir schön ausweichen den Kugeln. Wunderbar. Ich bin begeistert. Bam. Und geschafft. Ja, Leute, definitiv eines der besseren Spiele. Und das ist schon eine Katastrophe, dass ich das sagen muss. Ja, ich würde sagen, wir gehen mal kurz zum Fazit. Townsman A Kingdom Rebuild ist jetzt nicht was für mich. Aufbaustrategiespiel ist aber aktuell, glaube ich, für 4,99 € im Angebot im Online-Shop. Und ja, für wer so Bock drauf hat, ja, bitteschön, ja, gönnt euch. Project Warlock kostet tatsächlich im Angebot 11,99 € und ist somit das katastrophalste Spiel. Unabhängig davon, ja, dass es vielleicht wie früher von den ganzen Doom-Serien und sowas aussieht, es spielt sich einfach schlecht. Es ist wahrscheinlich schlecht. Es ist massiv überteuert. Ja. Und dann haben wir noch Tiny Troopers Operations XL, keine Ahnung was. 3,50 € kostet das aktuell im Angebot. Und da muss ich sagen, es ist wahrscheinlich das bessere Spiel von den drei Games, die ich hier hatte. Also ich möchte ja nicht sagen, dass meine Twitch-Community mal richtig ins Klo gegriffen hat. Aber entscheidet selber. Haut rein. Bis dann.